Geschätztes Präsidium, Frau Minister, vorab darf ich ganz, ganz herzlich die freiheitlichen Frauen aus dem Bezirk Steyr und die FPÖ Steyr bei uns hier im Hohen Haus begrüßen. Super, dass ihr da seid. Ja, geschätzte Damen und Herren, das Hohe Haus spricht sich laufend die ganzen letzten 5 Jahre in dieser Regierungsperiode gegen Gewalt gegen Frauen aus. Und das schließt sowohl privat, öffentlich als auch die Arbeitswelt mit ein. Und jetzt liegt auf die Schnelle seit letzten Montag dieser Antrag auf Ratifizierung des ILO-Übereinkommens Nummer 190 vor. Und sehr geehrte Damen und Herren, passen Sie gut auf. Die Beschlussfassung lautet: Die Regierung ersucht den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien sowie die Bundesministerin für Justiz, dem Nationalrat, noch in dieser Gesetzesperiode die Ratifizierung des ILO-Übereinkommens Nummer 190 vorzulegen. Die Frage ist, warum lag die Ratifizierung zum Beschluss nicht schon im Ausschuss vor, wenn sie doch in dieser Periode noch beschlossen werden soll, also bis September? Und da brauchen die zuständigen Minister Zadic, Kocher und auch Sie, Frau Minister Raab, jetzt einen extra Auftrag des Nationalrates. Also bitte, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Noch dazu bestätigten Sie im Ausschuss, dass alle Kriterien überprüft worden sind und Österreich erfüllt alle diese Kriterien umfassend. Also könnten wir es auch heute hier ratifizieren. Aber so ist das mit Schwarz-Grün. Große, große Ankündigungspolitik, um sich ins gute Licht zu rücken. PR-Aktion in letzter Minute nennen wir das. Und veräppelt kommt man sich als Oppositionspartei dann auch noch vor, wenn in derselben Woche, wo der Ausschuss ist, auch diese Thematik noch im Ministerrat ist. Die ÖGB-Vorsitzende der SPÖ begrüßt diesen Antrag, nämlich mit der Begründung, dass es durch Corona-Maßnahmen Gegner vermehrt verbale und physische Übergriffe auf Beschäftigte gegeben hätte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen haben es nicht vergessen, welche verbalen und physischen Übergriffe es auch auf Maßnahmengegner gegeben hat. Aber das wollen ja alle anderen Parteien in diesem Hohen Haus einfach nicht wahrhaben. Die Kollegin von der ÖVP hat im Ausschuss gesagt, dieser Antrag hätte große Bedeutung. Das glauben wir weniger. Wir stimmen dem Antrag trotzdem zu, weil wir uns, so wie alle anderen Fraktionen, auch immer gegen Gewalt aussprechen. Aber auch heuer ist die Statistik bis dato wieder traurig. Je nach Zählweise, aber eigentlich sind es 12 Frauenmorde heuer und 25 Fälle schwerer Gewalt an Frauen. Und sehr geehrte Damen und Herren, unser Ziel muss sein, weniger Gewaltvorfälle. Aber das wird leider weder durch den heutigen Beschluss, aber auch nicht durch die tatsächliche Ratifizierung bewerkstelligt werden.